Das neue Avatar-Update ist in Fortnite, wir haben 4 neue Fähigkeiten mit, was eins davon ist Wind, das ist ein komplettes Movement-Item und das krasseste ist eigentlich, dass es unendlich geht. Ich hatte direkt am Anfang auch einen Fight, den ich gerade noch so gewinnen konnte, ich hatte noch keine Pump, doch ich habe mir langsam ein paar Waffen holen können, ich wollte aber mehr Fähigkeiten, habe dann auch Wasser gefunden, was wir ja schon kannten, wurde aber ein bisschen stärker gemacht. Stein ist extrem cool, kann eine Mauer bauen, was eigentlich nur ein Zero-Build sinnvoll ist, aber es zerstört extrem schnell Builds mit den Steinen. Einer hat sich dann auch im Tresor versteckt und man konnte etwas ähnliches machen wie mit den Blitzen zum Anfang und so hat es auch ein bisschen Damage around gemacht. Ich konnte mit den Wasserfähigkeiten gerade noch so gewinnen. Mit dem Wind könnt ihr aber auch einfach so springen, ohne es zu nutzen und damit schon aus der Luft schießen. Ich habe nur leider all meine Pump-Hits verfehlt. Dann hatte ich ein kleines Avatar-Battle mitten im Fight, weil der andere auch nur Wasser genutzt hat. Und dann war es ein 1v1 und zwar das Knappste, was ich seit langem hatte. Ich habe erst meinen Windsprung genutzt, dann versucht ein Doppel-Edit zu machen, musste die ganze Zeit aufpassen, dass er mich nicht trifft. Bin mit meinen Dashes in die Luft gegangen und habe dann noch einmal Feuer getestet, was Nahkampfwaffe ist, mit einem HP gerade so gewonnen. Was haltet ihr vom Update?